Ist wieder Kiliko, ich habe euch Rammstein live aus Berlin die DVD mitgebracht von 1999, kam die DVD raus, super geil gemacht, mit geilen Bonus-Tracks, einem Multicam-Modus, Interview auf Deutsch, Englisch und Französisch, inklusive Fan-Bonus, ist total geil, 17 Lieder sind ja drauf, Spiel mit mir, Herzeleid. Herzeleid ist so mein Lieblingslied, muss ich erst sagen, von dem Album Herzeleid. Weißes Fleisch, Bestrafe mich, Sehnsucht, Asche zu Asche, total geil. Das ist halt noch die Anfangszeit von Rammstein und damit noch nicht so die Pyro, wie sie ist. Also wird, ich finde die DVD total cool. Gibt es im Fanshop leider zurzeit nicht zu kaufen. Nur bei Amazon, und ich habe die leider zweimal kaufen müssen, weil ich habe mir die so oft reingeguckt, wie es so ist. Natürlich geht die DVD kaputt, aber total geil gemacht. Ja. Mir gefällt diese DVD, weil es halt noch die ganzen Anfänge sind von früher, wo es noch nicht ganz so mit der Pyro war, so viel wie jetzt. Und es ist total geil, weil sie Rammstein mit Jahre verfolgt, was sie also verändert hat. Moment, so sieht die DVD aus. Ich hoffe, ihr seht das. Also wie gesagt, das ist meine allererste Rammstein-DVD, die ich mir gekauft habe. Live aus Berlin, total cool gemacht. Ja, wie gesagt, das ist halt richtiges Geiles, als ob man dabei ist. Und ja, da war, wird, wenn man jetzt die Rammstein-Konzerte anguckt, hat sich vieles verändert. Die Lieder sind anders geworden, ist klar. Die Pyro ist immer mehr und mehr geworden. Und ich muss sagen, die Rammstein haben sich verändert, optisch wie klamottenmäßig, ist klar, muss ja sein. Ne? Aber die DVD hat eine super geile Qualität. Der Sound ist geil. Es gibt da keine Soundprobleme, kein Nichts. Das finde ich geil. Es gibt ja manchmal so, da kackt der Sound ab. Aber hier ist bei dem Konzert alles gut gegangen, was ich total geil finde. Ja, und das ist halt so meine Rammstein-DVD-Sammlung. Habe ich noch viel mehr davon. Aber ich dachte, wir sprechen jetzt einfach mal über die ganzen Alben, über die DVDs, die sie haben. Wir machen jetzt mal so eine Session nur von DVDs, CDs von Rammstein, dass wir so alles haben. Also ich habe jetzt nicht jede Maxi, die ich bequatsche, das Album mal gucken, wie ich Bock habe. Aber die DVD gefällt mir gut. Und ja, wenn ihr Bock habt, kann ich euch ja mal meinen Rammstein-Schmuck zeigen. Ich habe auch viel von Rammstein, so Schmuck oder Armbänder, also was. Lasst einfach einen Kommentar da, ihr wisst ja, wie es geht. Und vielleicht mache ich jetzt 2 Videos am Tag, da muss ich gucken, wie ich Lust habe. Bei Livestreams werde ich nicht schaffen. Ich werde vielleicht früh ein Video hochladen, abends, aber Livestream schaffe ich nicht, habe viel zu tun. Und ja, wie gesagt, solche kurzen Besprechungen. Ich hoffe, die Videos gefallen euch, wenn sie ein bisschen kurzer sind. Aber wir haben jetzt eine Woche lang Livestreams gemacht und da kann man ja mal ein paar Tage mal keine Livestreams machen. Also, ist mal was anderes. Und dann machen wir mal wieder mal so was wie eine Rammstein 1999 DVD besprechen. Zack, 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 da, 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 da. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis morgen, tschüss.